So, guten Morgen hier auf meiner kleinen Farm im Kakariko-Ort und so. Willkommen bei so und so. Das ist ja dann das Wetter für morgen, ne? Genau, für morgen. Okay, da wird es den ganzen Tag regnen, aber heute war ja noch Sonne angesagt. Und ich habe Post. Wer mag das wohl sein? Oder von wo auch immer. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Willi. Der kleine Willi, Willi, Willi mit der Willi, Willi, Willi. Ja. Am Strand vorbeikommen. Meint er den Strand hier unten irgendwo? Dann gucke ich mich doch mal am Strand um. Er hat zwar nicht gesagt, welche Uhrzeit und so, ne, aber mal gucken. Am weißen Strand von San Angelo. Ahoi, Würstchen. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang. Hab eine Menge guter Fische gefangen, verkauft. Eigentlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Ja, schön für dich. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden, der hinter dir ist. Ich habe eine Angel. Bambusstange. Ja, toll. Hier im Tal gibt's gute Wasser. Ja, hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Ach ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn stinkt, verkauft sich bestimmt. Oh, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Schön. Okay. So, mein Inventar ist ja immer noch voll, das heißt, ich kann nichts mitnehmen. Haha. Zum Beispiel sowas hier. Inventar voll. Gut, ich muss eine Brücke bauen. Und dafür brauche ich jede Menge Holz. Also kann ich auf meiner Farm erstmal Holz sammeln. So. Da sind Kühe. Was steht denn hier nochmal dran? Mein Hof und Pelikan, genau. So. Hier liegt so viel Mist rum. Damit kriege ich das halt nicht weg. Vielleicht kriege ich das halt irgendwie anders dann weg. Ich muss erstmal Holz sammeln.
Bum. Hallo, da oben liegt was, komme ich nicht hin. Egal. Und ich hacke, hacke, hacke. Zusammen habe ich damit drin bauen kann, das dauert eine Weile. Moment, den hacke ich so um. Inventar voll. Aber Holz geht doch mit. Kann ich mir irgendetwas bauen? Ja, hier so eine Kiste, genau. Da brauche ich wie viel Holz? 50? Naja, gut. Ja. Holz, ja. Steine, okay, zwei Steine erstmal weg. So, wo ist mein Haus? Dann tue ich da meine Kiste davor hinstellen. Warte mal, wo ist denn? Mein Haus ist auf der rechten Seite. Moment. Ah ja, hier. Aber eben auf der Karte war das doch weiter rechts. Hä? Merkwürdig. Mein Kopf ist links und das Haus ist rechts, aber... Na gut. So, wo kann ich denn meine Kiste denn schon mal hinstellen? Ich stelle die Kiste erstmal vielleicht hier hin. So. Okay, und was ich im Moment nicht brauche, kann jetzt erstmal da rein. Ich will im Moment nicht angeln. So, das kommt da erstmal alles rein. Denn ich muss ja erstmal Holz sammeln. Moment, so, okay, das Ding macht die Dinger kaputt, genau, so, und dann hacke ich erstmal schön alle Bäume hier weg, damit ich auch Platz bekomme nach und nach, auch mal den Hof, so, Spitzhacke. Dann brauche ich dann wieder diese mit Holz. So. Und bang, und bang, und bang. Moment, ich hau die nach oben um. Blop, 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 blop. Grüne Fasern hier. Und ich hacke und hacke und hacke.
Köpf. Du fühlst dich vor über Angst. Egal. Und dann schon am Nachmittag. Ich bin so müde. Level up. Okay, plus 1 Artefakt. Bäume lassen nicht manchmal. Bäume lassen manchmal Samen fallen, okay? Hab neues Herstellungsrezept, wilde Saat. Und neues Herstellungsrezept, Müsli-Riegel. Alles klar, lecker. Gut. Kling. So, ein neuer Morgen und es regnet. Wurde ja angesagt. So, das heißt, dann brauche ich meine Pflanzen und sowas nicht gießen, aber ich habe schon wieder Post. Andreas, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Du warst ohnmächtig und jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat, aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Pass besser auf, Linus. Ja gut, ich hatte 500, das weiß ich. Jetzt habe ich 452. Okay, das heißt, man sollte doch lieber vorher zum Bett gehen. Verliert man Geld. Und wir wollen ja eigentlich kein Geld verlieren, ne? Wir wollen ja Geld machen hier, damit wir nach und nach meinen Hof hier besser vergrößern können und so weiter. Bam, bam, bam. So. Mit der Spitzhacke kriege ich die Steine weg. Und das Grünzeug, die Fasern hier. Ist das nicht schön? Deine Spitzhacke ist nicht stark genug. Okay. Dann brauchen wir natürlich wieder eine neue. Eine bessere, aber das wird noch eine Weile dauern. Ich hau erstmal die kleinen Steine hier weg. Nebenbei noch etwas Fasern. So. Zack, zack. Und zack. Und ich hacke und hacke und hacke. Spitze, Spitze, Hacke. Es ist hier im Spiel noch nicht einmal, doch jetzt ist es 9 Uhr und ich bin schon wieder außer Atem hier und so weiter erschöpft. Unglaublich. Okay, ich gehe dann mal hier langsam zum Bett, um mich auszuruhen. Dann spare ich erstmal zum Beispiel den Müsli-Riegel oder so. Ich tue mal ein paar Sachen wieder rein. Harz, ja, mal sehen. Eine Flüssigkeit, die ausbäumen, ja, könnte ich eigentlich auch verkaufen. Weil essen kann ich das nicht, kriege ich jedes Mal 2 Minus für Ende. Aber okay, Holz, so, Gemüsesaat. Tue ich erstmal da rein, was ist das? Eichel. Ja, neue Bäume pflanzen. Kohle. Ein brennbarer Stein, der nützlich beim Schmelzen und der Herstellung von Gegenständen ist.
Auch, ja. Okay, ich pack mal eben das eine hier rein. So. Auf okay. Dann lege ich mich erstmal wieder hier hin. Ja. Dann spare ich erstmal Energie, also. So. Das hat ein bisschen Geld gegeben. 78 Taler. So, jetzt haben wir den vierten Tag im Frühling. Das Spiel wurde gespeichert. So. Diesmal keine Pause und der Regen hat aufgehört. Das ist schön. Was ist das? Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Okay. Oh Gott. Immer dieses Hacken. Kann ich die einfach so einpflanzen oder? Ja. So. Dann gehe ich mal zu meiner Kiste. Gemüste Saat. Ja. Das rote da komme ich nicht hin. Ja, kann ich auch gar nichts. Okay, Holz kommt erstmal weg. Die Kohle kommt erstmal weg. Warte mal, Steine kommt erstmal weg. So, Eich, okay. Und da ist noch sowas. Essen? Nein. Aber ich habe ja noch die Dingsbums. Einmal dahin. Hihi. Oh, da habe ich zweimal. Naja, gut, was soll's. Ich gieße die vorsichtshalber mal. So. Ich kann ja mal zum Schmied gehen. Okay. Der Schmied war, glaube ich, ganz auf der rechten Seite, ne? Warte mal. Der Schmied. Da ist das Ding. Da unten ist, genau, das ist da unten.
Ja, schräge runter und dann da über die eine. Ey, Brücke. Hier ist der Saloon. Hier ist das Museum. Hallo? Das ist das Museum. Oder dieses. Okay, einmal. So, hier. Guten Tag. Können Sie was aufbrechen? Haha, ich habe hier was, das Sie aufbrechen können. Der Preis ist 25G. Na gut, mal sehen. So. FIFA. Nicht gerade, es wird nur FIFA. Danke. Ja. So, mal gucken. Mineral. Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es dem Museum spendest. Achso. Ja, gut. Wie schön, dass beide hier so direkt nebeneinander sind. Was? Wer bist du denn? Gunther, genau. Entsetzlich! Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mal sehen. Zeig mal hier, los, schnell, tack, tack. Was ist das denn? Oh, bemerkenswert. Es ist sehr alt, vielleicht 100 Jahre oder mehr. Ich würde es gerne genauer unter die Lupe nehmen, wenn meine Lupe groß genug ist. Aber es gehört dir. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß denn sowas? Ich meine, wenn du weiter spendest, vielleicht auch was anderes, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Denk darüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bringe das Objekt einfach hier zur Rezeption. Okay, ich komme zur Rezeption und spende ein blaues Ei. Okay, nochmal auswählen. Zack. Da ist ein schwebendes Buch. Tipps für Landleben. Nutze Dinger. Ja, ich weiß. Im Moment will ich noch nichts kaufen. Müssen wir eine. Ja. Okay. So, wieso blinkt denn da unter der 505 immer was auf? Keine Ahnung. Hallo, wer bist du? Ach, der Elliot wieder. Hallo, Andreas. Ja, hi, hallo. Ah, wir gehen nach Penny. Oh, hallo, ich bin Penny und arbeite auch dort. Ja, sehr schön. Luis, na, wie war deine erste Nacht? Hat es gespukt, hattest du Geister oder was? Ja. Nein, es war alles in Ordnung.
So, und hier oben ist auch noch alles in Ordnung am Kalender. Wir haben erst da am 7. Tag, also Sonntag, einen Geburtstag. Ah, ja, okay, ich bin müde. Ich habe 25 Minuten auf meine Uhr. Gut. Dann würde ich sagen, ja, gehe ich zu Bett und mache dann nächstes Mal weiter. Wie wird denn das Wetter morgen? Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Okay. Dann mach's gut, gute Nacht, bleib gesund oder werde gesund. Und dann bis nächste Folge. Bye, bye.